Willkommen zurück zum Dirt-Podcast von Donut Media. Ich bin James Pumphrey und unterstützt werde ich wie immer von meinem gut aussehenden Co-Moderator Nolan Sykes. Danke, danke. Ich fühle mich wie immer gut beschrieben. Das Rennwochenende steht an, Freunde. Woop, woop. Und wir haben hier Hannah Laurie am Start. Hallo. Die W-Series-Meisterin aus dem weit entfernten Nevada. Eine Einführung brauchen wir nicht. Hannah, sag uns lieber gleich, was im Land der Würfel- und Wüstenechsen gerade vor sich geht. Hi James, wie geht's? Ja, ich bin in Nevada und es ist ziemlich cool hier. Es ist natürlich gerade ein bisschen laut, aber dieses Wochenende steht das große Rennen an und ich bin schon richtig gespannt. Oh, das hört sich bei dir wirklich super laut an. Fährst du gerade ein Rennen? Nein, nein, leider nicht. An diesem Wochenende habe ich ausnahmsweise Pause, aber ja, ich bin eigentlich hier, um AJ anzufeuern. Ich habe gehört, dass er bald mit dem Training anfängt, also wollte ich versuchen, einen kurzen Blick zu erhaschen. Ah, AJ, ein guter Freund unseres Programms. Genau. Und von mir selbst. Also, er war sogar auf meiner Hochzeit. Ja. Aber ich will da nicht angeben. Also, du bist auch ein großer Fan von ihm, ja? Ein Riesenfan. Schuldig im Sinne der Anklage, würde ich sagen. Es ist immer spannend, ihm zuzusehen. Und er ist, ja, einer der Publikumslieblinge schlechthin. Ich finde es auch großartig, dass er junge Fahrer ausbildet. Das ist so cool und, ja, ich bin natürlich ein großer Fan. Sag mal, Hannah, du bist ja für deine Karriere bei Open-Wheel-Rennen bekannt. Was ist denn das Tolle an dem Dirt? Was gefällt dir so an diesem Sport? Ich würde sagen, am meisten liebe ich, wie unvorhersehbar alles ist. Du weißt schon, anderer Untergrund, alles ändert sich ständig. Mhm. Es gibt coole Sachen wie Sprünge und bei uns ist es im Vergleich dazu, naja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist irgendwie ziemlich monoton, immer dasselbe. Mhm. Es ist toll, dass ihr bei Dirt viel mehr Abwechslung habt und ja, es ist einfach cool, dass ihr Autorennen ein bisschen aufregender macht. Da wir gerade von unvorhersehbar sprechen, AJ ist ja für seinen, ja, leicht unvorhersehbaren, manche würden sagen riskanten Fahrstil bekannt. Wie glaubst du, wird sich das in der Hitze des Gefechts auswirken? Also bei ihm funktioniert's ja. Das ist so eine Sache. Bei manchen Fahrern klappt's einfach nicht und sie haben Unfälle und scheiden aus. Aber AJ schafft es immer, mit dem Risiko richtig umzugehen. Er schätzt es richtig ein und kommt damit durch. Und es ist schön zu sehen, wie er Lücken ausnutzt, die es meiner Meinung nach gar nicht gab und auch Erfolg damit hat. Ja, und deshalb sind dieses Wochenende so viele Leute hier, um ihn zu sehen. Du glaubst also, er wird auch dieses Wochenende gut abschneiden? Für mich gibt's da gar keine Zweifel. Ich bin ja in Nevada und könnte wetten. Und wenn, würde ich mein Geld auf jeden Fall auf AJ setzen. Also ja, hoffentlich wird es ein gutes Rennen für ihn. Und jetzt zur Kehrseite der Medaille. Der Mann, von dem alle sprechen, ein kleiner Kerl namens Bruno Durant. Was denkst du über Bruno? Naja, Bruno hat schon Talent, das ist klar. Ich würde sagen, man liebt ihn oder man hasst ihn. Das muss jeder selbst entscheiden. Er hat seine komischen Komplexe, aber naja, er ist talentiert, das kann man nicht leugnen. Ja, schon, aber er ist so, du weißt schon, er ist irgendwie, ja, du weißt, was ich sagen will. Ja, aber komm schon, jeder hat seinen eigenen Stil und es können nicht alle Menschen gleich sein. Und leider kann nicht jeder wie AJ sein, aber ja, jeder hat seinen eigenen Stil und mit seiner Art hat er immer wieder gute Ergebnisse eingefahren und ja, das muss man ihm lassen, er fährt gut. Weißt du was, Hannah, wenn du deine Rennhandschuhe irgendwann mal an den Nagel hängen solltest, dann müsstest du auf jeden Fall in die Politik gehen. Denn du bist sehr gut darin, eine Frage nicht zu beantworten. Alles klar, Hannah. Wir wollen dich nicht noch mehr verunglimpfen. Vielen Dank, dass du bei unserer Show angerufen hast. Noch ein schönes Wochenende nach Nevada. Und verspiel nicht dein ganzes Geld. Danke. Danke, Leute. Ich bin auch ein großer Fan von eurem Podcast. Herzlichen Dank. Hannah Laurie, meine Damen und Herren. Jetzt gibt's erstmal was von unseren Sponsoren auf die Ohren. Und danach geht's gleich weiter.